Grüß Gott. Hallo, guten Abend. Und Sie haben ein langes Messer dabei? Ja. Wie kommt man zu sowas? Da fragen Sie bitte meinen Mann. Ja. Also, mein Großvater, der 1867 geboren wurde, hatte diese Hiebwaffe als Preis bei einer Fechtturnier überreicht bekommen. Es steht das Jahr nicht fest. Also ich vermute, dass es vielleicht in den 1890er Jahren übergeben wurde. Mhm. Dann immer von der Waffe gesprochen wurde, ist vom Sarazenensäbel gesprochen worden. Also das ist das sind die Dinge, die man so im Volksmund bezeichnet, also Türkensäbel, nicht? Und das ist die Bezeichnung, alles was krumm ist. Und wenn Sie im mittelalterliches Bild sehen, eine Kreuzigung, dann sehen Sie immer die Schufte, die haben eine gebogene Klinge. Und ein anständiger Mensch, der Hauptmann Longinus, hat ein gerades Schwert. Da kann man sofort sagen, der ist anständig, der ist böse. Der Türkensäbel war lange Zeit also ganz schlecht besetzt. Mhm. Und das ist an sich die Form, hat aber am Griff, wenn man das unten sieht, am Gefäß, sieht man diese Parierstange und auch dieses Schnäuzchen, was da rausgeht. Das lässt darauf hinweisen, das Ding stammt ursprünglich aus Afghanistan. Aus Afghanistan. Und die Klinge selber hat hier arabische Beschriftung. Ja. Das ist also aus dem islamischen Afghanistan wahrscheinlich stammend. Ist mal gebrochen gewesen, ist hart gelötet worden. Und diese Klinge hier, die könnte vor 1900 nach Europa gekommen sein. Die Engländer haben ja immer versucht, Afghanistan zu erobern. Ja. Also dieser Afghanistan-Krieg, das fängt ja im 19. Jahrhundert an. Haben die Engländer eine ganze Armee nach Afghanistan geschickt, die nicht zurückgekommen ist. Mhm. Die Folge war dann, dass plötzlich afghanische Gewehre auftauchen mit englischen Gewehrschlössern. Ja. Das ist so verwendet worden. Auf die Weise könnte sowas aus Afghanistan nach Europa gekommen sein. Dann hat es viele Teppichhändler gegeben, die ihre Sachen dort bezogen haben. Auf die Weise ist sowas wahrscheinlich nach Europa gekommen. Der Degen selber, möglicherweise ist die Klinge oben, kann man jetzt so nicht mehr feststellen, Damaststahl. Da sind selbst einfache Waffen oft mit Damastklingen versehen worden. Man müsste schleifen, anötzen, ist viel zu aufwendig. Mhm. Also das ist ein Stück, das kann noch aus dem 18. Jahrhundert sein, aber ich würde annehmen, es ist aus dem 19. Jahrhundert. Also 1810 bis 1860, 70, so aus der Anfang Dreh. 19. Genau, relativ einfach, Gebrauchswaffe und ist eine einfache Waffe. Was sagen Sie zu dem Griffstück, zu den Griffschalen? Ist das Holz? Das dürfte Horn sein. Horn? Horn oder Hartholz. Und die sind offensichtlich nachträglich aufgesetzt, weil die nämlich breiter sind. Ja. Und die afghanischen Griffe sind relativ dünn, ist praktisch fast rund. Und hier sieht man, da sind dann Platten aufgesetzt worden, die etwas größer sind als die Angel unten von der Klinge. Mhm. Die könnten nachträglich draufgesetzt worden sein, so wie man es an den Europäer verkauft hat, als Souvenir, dass das Ding komplett ist. Ne? Also leider insgesamt kein besonders gut erhaltenes Stück. Das haben Sie ja jetzt bei der Beschreibung mitbekommen. Kein Sarazene dabei gewesen? Nein. Nicht. Es ist also eigentlich heute mehr von dekorativem Wert als von einem Sammlerwert. Es ist zu viel dran passiert, sowohl am Gefäß als auch an der Klinge. Hm. Wenn Sie das heute verkaufen würden, es würde bestimmt mit maximal 200 Euro honoriert. Mehr bekommen Sie dafür nicht. Wollte ich gerade sagen, der ideelle Wert bei Ihnen ist ein ganz anderer. Aber wie gesagt, finanziell gesehen ist das Stück einfach nicht mehr interessant. Muss man einfach ganz offen so sagen. Ja. Gut. Aber vielen Dank fürs Zeigen. Danke schön. Viel Spaß damit. Danke sehr.